Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin wohl die Einzige unter den Rednern, die nicht in der DDR aufgewachsen ist und die damals in der Zeit der Wende auch schon in politischer Verantwortung im Deutschen Bundestag war. Und gerade deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen, all jenen, die damals in der Volkskammer Verantwortung getragen haben, in den paar Monaten intensivster Arbeit und politischer Entscheidungen ihre Arbeit gemacht haben und damit die Weichen für die Einheit, und zwar für die richtige Einheit in Freiheit in unserem Vaterland gelegt haben, dafür meinen Respekt und meine Dankbarkeit auszusprechen. Genau heute, vor 25 Jahren, konnten die Menschen in der ehemaligen DDR zum ersten Mal ihre Abgeordneten frei wählen. Zum ersten Mal war das Kreuz auf dem Wahlzettel auch etwas wert und damit die 40-jährige SED-Herrschaft Geschichte. Das war, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Deutschland wirklich eine historische Zeitenwende. Aber warum ist im Bewusstsein der Menschen dieser 18. März nicht so stark verankert wie zum Beispiel der 9. November, der Tag des Mauerfalls? Dafür gibt es schon Gründe. Die Mauer teilte eine Stadt, sie teilte ein Land. Sie war Symbol für den Kalten Krieg. Sie war ein Schandmal der Geschichte und stand für Leid und Trennung und auch für Tod. Und als sie endlich fiel, dann war das eine Befreiung für die Menschen, eine Befreiung für das Land, ja eine Befreiung nicht nur dafür, sondern für ganz Europa und die Welt. Die Volkskammer der ehemaligen DDR dagegen war jahrzehntelang nie mehr als ein entmachtetes Scheinparlament. Und deshalb können wir die große Bedeutung dieses 18. März nicht isoliert nur für den 18. März sehen, sondern müssen sie immer im Zusammenhang mit den Geschehnissen der friedlichen Revolution im Ganzen sehen. 40 Jahre gab es in der DDR keine freien Wahlen, kein freies Mandat, keine unabhängigen Kandidaten. Jede dieser sogenannten Wahlen reihte sich ein in eine lange Liste von dreisten Wahlfälschungen. Darauf wurde vorhin hingewiesen. Und so auch die Kommunalwahlen im Mai 1989. Es waren damals nur wenige, die die Wahlfälschungen öffentlich machten. Aber aus den wenigen wurden immer mehr. Es wurden Hunderte, es wurden Tausende, es wurden Hunderttausende. Und so war es letztlich das mutige Engagement einzelner weniger, die so freie Wahlen für alle ermöglicht haben. Und die ersten echten Wahlen in der DDR waren deshalb keine Laune der Geschichte, sondern sie waren eine Errungenschaft. Eine Errungenschaft, die sich die Menschen in der DDR buchstäblich selbst errungen haben, auf den Straßen, in Dresden, in Leipzig und in vielen anderen Städten. Das war die erste Leistung, die dazu führte, worüber wir heute so stolz und dankbar sind. Und heute erscheint uns der Lauf der Dinge in diesen Wendejahren so selbstverständlich, manchen auch alternativlos, so als hätte es gar keine Diskussionen über den Weg zur Einheit gegeben. Zur historischen Wahrheit gehört aber, es gab auch andere Vorschläge. Die einen wollten warten, wollten eine Vereinigung erst nach einer Übergangszeit. Die anderen wollten einen Staatenbund. Und über die rechtlichen Fragen ist schön gestritten worden. Es war, auch das gehört zur historischen Wahrheit, die Allianz für Deutschland, der Zusammenschluss der CDU, der DSU und des demokratischen Aufbruchs im Osten. Und es war die Union im Westen, die sich am klarsten für eine rasche Wiedervereinigung ausgesprochen hat. Das dürfen wir nicht vergessen.
Und der Wahlausgang war nicht vorherzusehen. Das Ergebnis war, fast die Hälfte der Wählerinnen und Wähler haben sich für die Allianz für Deutschland entschieden. Es war klar, die Menschen in der DDR wollten nicht die DDR reformieren, sie wollten sie überwinden. Sie wollten Freiheit statt Sozialismus, sie wollten soziale Marktwirtschaft statt sozialistische Mangelwirtschaft und sie wollten Menschen- und Bürgerrechte statt Ideologie und Klassenkampf. Und sie wollten die Einheit. Und zwar nicht irgendwann, sondern so schnell wie möglich. Und so waren die Wahlen am 18. März 1990 nicht nur ein beispielloser Akt der Selbstbefreiung, sondern sie waren auch ein Plebiszit für die Wiedervereinigung, und zwar für die schnelle Wiedervereinigung in Freiheit. Der erste frei gewählte Ministerpräsident Lothar de Maizière hat in seiner Regierungserklärung im April 1990 die Losung für diesen Weg ausgegeben. Ich zitiere: Nach Jahrzehnten der Unfreiheit und der Diktatur wollen wir Freiheit und Demokratie unter der Herrschaft des Rechts gestalten. Zitat Ende. Und die gerade gewählten Abgeordneten mussten dafür politisches Neuland betreten. Es wurde vorhin eindrucksvoll geschildert. Es gab in der Tat keine Erfahrung, es gab keine Rezepte, es gab keine demokratischen Strukturen. Der überwiegende Teil der Abgeordneten war zum ersten Mal überhaupt in einem Parlament und viele mussten auch privat große Opfer bringen. Und gerade deshalb ist umso bemerkenswerter die Leistung, die dort gebracht wurde. Diese Volkskammer hat in wenigen Monaten mehr als 150 Gesetze verabschiedet und drei große Staatsverträge verabschiedet. Die alten und stolzen Länder wurden wieder eingeführt und die Einheit auf den Weg gebracht. Und in diesem halben Jahr sind die rechtlichen Voraussetzungen letztlich für die Einheit in Freiheit geschaffen worden. Eine unglaubliche Leistung, ja ein Vermächtnis für die Demokratie in unserem Land schlechthin. Diese erste frei gewählte Volkskammer wurde meines Erachtens ja zur politischen Herzkammer, wenn man so will, der sich friedlich vollziehenden Revolution. Ich möchte ganz herzlich danken all jenen Kolleginnen und Kollegen, die damals Verantwortung getragen haben, mit der Präsidentin der Volkskammer Sabine Bergmann-Pohl und dem Ministerpräsidenten Lothar de Maizière mit an der Spitze. Ohne ihre Leidenschaft für das Land, ohne die Leidenschaft für die Demokratie wäre die Wiedervereinigung so nicht möglich gewesen. Und sie wäre auch nicht möglich gewesen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ohne die enge Zusammenarbeit und die Weichenstellung durch die Bundesregierung und den damaligen Bundestag und Bundesrat. Es war ein Zusammenwirken, das alle miteinander gefordert hat und das aber alle miteinander in großer Verantwortung unter immensem Arbeits- und Zeitdruck bewerkstelligt haben. Und deshalb gilt es auch an diesem Tag danach, daran zu erinnern. Bundeskanzler Helmut Kohl ergriff die Initiative, die große Wunde unseres Vaterlandes zu heilen. Er wird zu Recht als Kanzler der Einheit bezeichnet. Theo Weigel gestaltete den Währungswirtschafts- und Sozialvertrag, die Währungswirtschafts- und Sozialunion und Wolfgang Schäuble den Einigungsvertrag. Damit waren die Weichen gelegt dafür, dass die deutsche Einheit so zu einer Einheit auf Augenhöhe wurde. Und wenn wir heute unser Vaterland insgesamt im Osten und im Westen ansehen, und wenn wir die Zusammenarbeit in diesem Parlament uns betrachten, meine Damen und Herren, dann waren diese 25 Jahre nicht umsonst, sondern sie waren erfolgreich für die Menschen in unserem Land. Mich erfüllt ganz persönlich an diesem 18. März, 25 Jahre nach der ersten freien Wahl im Osten unseres Landes, ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit
und des Respekts, vor allem auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die ich als damalige Bundesministerin in den Wahlkämpfen und danach bei der Gestaltung der deutschen Einheit in den neuen Ländern erlebt habe. Ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit und des Respekts gegenüber den Menschen, die mit ihrem Mut und ihrer Hartnäckigkeit für die Freiheit überhaupt erst gekämpft haben, aber auch gegenüber all jenen, die in den Monaten des Übergangs mit Fleiß, mit Engagement, mit Weitsicht die Weichen für die Einheit gestellt haben. Das war letztlich die Grundlage dafür, dass wir heute gemeinsam nicht nur diesen Tag begehen können, sondern dass wir uns gemeinsam über das, was in den 25 Jahren geleistet wurde, auch freuen können. Dieser 18. März 1990, liebe Kolleginnen und Kollegen, war ein guter, ein sehr guter Tag für Deutschland. Nächster Redner ist der Kollege Philipp Lengsfeld für die CDU.